Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Im vorigen Video habe ich euch ja gesagt, ich habe zum Prime Day von Merima netterweise die beiden Sachen bekommen. Und ein Fire TV Stick 4K Max, muss ich mal ablesen. Aber jetzt geht es um die beiden. Das ist ein Akku-Standfuß für den Echo Show 8 dritte Generation. Die wollen wir jetzt erstmal auspacken. Ich bin am Überlegen, ob ich das jetzt von oben rum mache oder wieder so von der Seite. Ach, man sieht ja sowieso nicht so viel. Ach, wir machen von oben, würde ich sagen. Ich switche mal. So, jetzt sind wir in der Unboxing-Ansicht. Wir haben den Echo Show 8. Ich muss mal hier das weiße Band mal abmachen. So, den Echo Show 8. Und jetzt springt gleich der im Flur an. Und den Batteriestandfuß, da machen wir separat. Wir gehen jetzt erstmal hier vor, Unboxing. Echo, stopp! Bei dem Flur, der reagiert auf Echo und ich habe den auf empfindlich eingestellt. Und dann ist der immer schnell mal dabei, wenn mir das nur fällt, Echo oder so, springt der gleich an. Das finde ich, also das Verpacken ist, das macht Amazon schon geil, muss ich sagen. So, auch hier mit dem Amazon-Logo, wie so ein kleiner Koffer, ist echt cool gemacht. So, dann haben wir hier noch die, das war's auch schon, da ist jetzt hier noch Pappe, aber die ist fest, oder? Nee, die ist locker, aber nichts dran. So, Moment, jetzt müssen wir erstmal, boah, ey, es ist hier über 30 Grad, ey. Ich bin nicht für so eine Hitze gemacht. So. Hier haben wir denn den Stromkabel. Mehr ist da nicht drin. Hier haben wir Anleitung. Das ist ein Amazon-Gerät, brauchen wir nicht. Das ist alles selbsterklärend. So, ich muss aber jetzt mal hier den Stecker suchen. Ja, Mann. Dass wir den dann schon mal betreiben können. Und gleich im nächsten Video. So. Und dann ich bin mal gespannt. Die haben sich ja, viele sagen immer, die haben sich gar nicht so geändert. Ich finde schon, dass die sich von Generation zu Generation ändern und dass da einige Sachen verbessert werden. Ich muss nur gucken, wo geht das hier auf, da hinten. Oh, in weiß. Ich finde den in weiß einfach nur edel. So, das haben wir, da haben wir einen. Gummi ist jetzt hier. Okay, lassen wir mal lieber dran. Kann man aber leicht abmachen. Das ist beim anderen ein bisschen besser gelöst. Da sind fester dran, glaube ich. Aber egal. Und dann haben wir hier so Erhöhungen. Das ist dann halt, dass er natürlich ja, fest ist. Aber das machen wir gleich im Hardware-Video. Die Tasten sehe ich schon, die haben sich geändert. Die sind schmaler geworden. Auch das ist schmaler geworden. Aber das machen wir gleich im Hardware-Video. Wenn wir uns den angucken. Ah, der sieht wirklich geil aus. Wirklich schön. Auch mit der Rundung hinten hier. Das ist alles ein bisschen schlanker geworden. Sieht wirklich sehr nice aus. Sehr, sehr schön. Ich bin mal sehr, sehr, sehr gespannt. Oh, das ist auch schön. Das gucken wir uns gleich im Hardware-Video an. Also, wie gesagt, ihr habt den. So, wartet mal. So. Den Echo Show habt ihr drin und ihr habt ein Stromkabel dabei und Anleitung. Aber das Anleitung braucht er nicht. Ihr macht den an. Der, also, meistens. Erkennen sie an, wenn sie angehen, dass sie hier in der Region schon sind. Ja, also ich hatte oft schon welche, die waren schon vorgefertigt. Wenn nicht, einfach sagen, hier mit Amazon-Konto verbinden und dann wisst ihr schon fast eigentlich alles. Passwort vom Router und hast nicht gesehen. Und mit der Alexa-App und so, und das steuert sich ganz easy. Das ist alles selbsterklärend. Das werdet ihr gleich im nächsten Video sehen. So, aber dann würde ich für das Unboxing hier jetzt erstmal einen Cut machen. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Und wir sehen uns gleich im
Hardware-Video, wenn wir ihn anschließen werden, einrichten werden und mal uns ein bisschen genauer angucken werden, wie er aufgebaut ist. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.